Mami, schau mal. Dort drüben. Das Flugstätten. Las Palmas. Da ist noch eins. Danke. Drei Plätze zusammen, ein Fensterplatz und dann zwei daneben nochmal. Wahnsinn. Sehr schön, willst du mal so einen Flugschein zu haben? Danke. Kleineren Maschinen landen zwischen in Lissabon. Haben Sie auch Sekt? Ja, natürlich. Dreimal bitte. Frank hätte doch mitkommen können, uns zum Flugplatz bringen. Ach, Mami, wozu denn? Abschied mit Tränen, was? Ja, wenn es ihm wichtig gewesen wäre. Er hatte zu tun. Wahrscheinlich war er auch sauer, weil ich mit euch in die Ferien fliege, anstatt mit ihm. Ihr werdet noch viele Ferien gemeinsam verbringen, wenn er sich Zeit dazu nimmt. Ich werde mir vermutlich bald leisten können, dass er sich Zeit nimmt für mich. Ja, ja, Themawechsel. Der Sekt. Jetzt sind wir erst einmal weg von allem. Und auf das Beates letzte Ferien. Auch die schönsten werden. Wieso die letzten? Die letzten höchstwahrscheinlich mit uns. Oder? Und die allerletzten von der Schule und die letzten als armes, unmündiges Kind. Ferien sind das erst in zweiter Linie. Wenigstens für mich. Vielleicht spendiere ich den Sekt auf dem Rückflug. Ja, gern, Kind, wenn alles nach deinem Wunsch verlaufen ist. Was soll da noch dazwischen kommen, bitte? Also, jetzt habe ich auch einen Wunsch. Lasst uns 14 Tage lang nicht streiten. Ja? Ach, Waffenstillstand? Waffenstillstand, ja. Gut. Und keiner spricht mehr von Geld. Keiner spricht mehr von Geld. Ich nicht von meinem und du vor allem nicht von deinem. Sie hat es ja noch nicht. Aber bald.
kennst du den? Wen, Mami? Du hast ihm zugenickt. Er hat mir zugenickt. Ja, vom Strand. Ah ja. Alemann? Natürlich spreche ich Deutsch. Und Sie können Spanisch? Nein, nein, nur ein paar Worte. Werd's aber irgendwann lernen müssen. Sie leben immer hier? Nein. Ja, manchmal. Mehr drüben, Gran Canaria. Aha. Sie kennen das Palmas? Ja. Das heißt, kennen, nein. Wir mussten dort umsteigen, am Flugplatz. Vorgestern, bevor wir dann hier rüber geflogen sind. Vorgestern? Ja. Darum sind sie noch so blass, sie müssen in die Sonne. Das wird sich wohl kaum vermeiden lassen. Deshalb fahren ja die meisten hierher, oder? Die meisten, ja. Sie nicht? Ah, ah. Sie wohnen hier im Hotel? Nein. Bungalow? Apartment, drüben auf der anderen Seite der Bucht. Apartamento? Mhm. Das hat Vorteile, man ist freier. Es sitzt vermutlich kein Portier unten, der genau kontrolliert, wer da so kommt und geht. Manchmal denke ich, es wäre besser gewesen, denn Frank wäre mitgeflogen. Er ist aber nicht mitgeflogen. Wenn Ihnen sein Job wichtiger ist, sein Risiko. Beate, wir haben schließlich die Verantwortung. Wofür? Für dich. Noch 4 Tage. Beate ist auch heute schon alt genug, um zu wissen, was sie tut. Nehme ich an. Sag mal, das klingt ja gerade so, als hätte ich nichts Dringenderes vor, als Frank zu betrügen. Also, Beate. Ich habe ehrlich nicht vor, mit dem Typ zu schlafen. Das hat keiner gesagt. Aber gemein. Ja, gut, komm, lass, ja? Wirklich? Ich gehe nicht mit ihm ins Bett, wenn ihr es so genau wissen wollt. Aber ich lasse mir doch nicht vorschreiben, mit wem ich tanze, oder? Und wen ich schick finde, ist das klar? Ja, das ist klar. Ich gebe dir vollkommen recht. Natürlich, du gibst dir wieder recht. Er sah sehr gut, sehr gebildet aus. Gebildet? Er wirkte sehr vornehm, sehr höflich. Wichtig. Nicht unwichtig, finde ich. Übrigens, ihr braucht morgen nicht mit mir zu rechnen, auch nicht mittags zum Essen. Du hast dich mit ihm verabredet? Ja, er fährt mich rum, zeigt mir die Insel. Nein, Beate, Kind, bitte nicht. Hysterisch geworden, was?